Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es ist schon wieder ein Event. Ich hatte es ja letzte Folge schon gesagt. Mir kommt es so vor, als ob zurzeit nur Events sind. Aber ich finde es klasse. Zurzeit könnt ihr nämlich den Drachen Segelrücken finden. Und er sieht richtig cool aus, finde ich, mit den Farben. Gefällt mir sehr gut. 72 Stunden soll das Event gehen. Schauen wir mal rein. Den könnt ihr auf der Lundspitze finden. Dauert 8 Stunden. Als ohne Zahn vom Himmel fiel, nachdem Higgs geschnappt wurde, hat dieser Schlammwühler ihn aus dem Wasser gezogen und zu Walker gebracht. Okay. Der sammelt Fisch und Holz und ist ein Lebensdrache. Ja, also gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ich hoffe, den finde ich noch. Wen ihr dort noch finden könnt auf der Lundspitze, ist wohl der wahnsinnige Zipper. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht so ein besonderer Drache wie der Segelrücken. Aber korrigiert mich da ruhig, wenn ich falsch liege. So, dann schauen wir mal. Ich habe mir wieder aufgeschrieben, was ich ohne euch gemacht habe. Es ist zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Wo fange ich an? Ohne Zahn hat mir einen tödlichen Natter mitgebracht. Da seht ihr hier das Ei. Leider habe ich momentan nicht so viel Platz. Ich muss mal schauen. Ich denke, ich werde mal entweder in dieser Folge oder ohne euch ein paar Drachen in den Hangar setzen müssen. Momentan tendiere ich ja dazu, hier den kleinen schrecklichen Schrecken und vielleicht hier oben den normalen Kronkel in den Hangar zu setzen. Aber mal sehen. Lassen wir den Kleinen mal schlüpfen. Sehr niedlich auch. Ja, platzieren und dann kann man ja auswählen Hangar. Genau, das mache ich mal. Der Kleine kommt erstmal in den Hangar. Schauen wir mal, ob er da drin bleibt oder ob ich ihn dann auch wieder raushole, wenn ich mehr Platz habe. Ja, dann war ja vor ein paar Tagen ein Event vom Veteranentag. Und da hatte ich dann tatsächlich nochmal Glück gehabt. Ich habe den Schwertstähler bekommen. Allerdings hat er eine Zeit zum Ausbrüten von, ich glaube, es waren fast 5 Tage. Und jetzt sind es immer noch 3 Tage und 5 Stunden. Das ist Wahnsinn. Aber ich habe mich natürlich trotzdem riesig gefreut. Da seid ihr dann auf jeden Fall auch dabei, wenn der Gute schlüpft. Aber wie gesagt, es dauert noch ein Weilchen. Was war sonst noch los? Genau, mein Brutplatz hier habe ich erweitert. Das hat leider Runen gekostet, 150. Aber ich hatte wirklich das erste Mal die Situation, dass ich 2 Drachen zum Ausbrüten hatte. Und ich habe gedacht, ja, was soll's, irgendwann werde ich den wahrscheinlich eh erweitern müssen. Von daher, warum nicht jetzt, habe ich mir gedacht. Ohne Zähnchen ist zurück. Die habe ich schon auf die Suche nach dem neuen Event-Drachen geschickt. Mal schauen. Hätte ja klappen können. Ach, okay. Das ist jetzt natürlich immer ärgerlich. Ich werde jetzt nicht die 2600 Runen für dieses Ei ausgeben. Aber ich überlege gerade, ob es sich lohnen würde, vielleicht, wenn ich sie jetzt nochmal losschicke, ihr 3 Taschen mit auf den Weg zu geben. Ah nein, das kostet 135 Runen. Das ist es mir dann auch nicht wert. Noch habe ich ja genug Zeit. Da gehe ich wieder gratis los. Drückt mir die Daumen. So, mal die ganzen Ressourcen einsammeln und die Drachen wieder losschicken. Und dann schaue ich mal, was wir noch für Quests offen haben. Ja, ich weiß, man kann ein Matrosenkostüm kaufen. So, was. Ja, ansonsten habe ich auch meine Drachen ein wenig weitergelevelt, aber das ist irgendwie ja sehr zeitintensiv geworden bei mir. Ich muss ja immer noch die auf Stufe 24 bringen. Die sind es 4 oder 5 Drachen. Na, für die Meadehalle. 5 sogar. Ja, habe ich immer noch keinen. Aber es wird, es wird. Ach. Okay, alles besetzt. Dann schaue ich mir noch die Tagesbelohnung an. Drei Runen. Ein Bierkrug. 2000 Fisch. 1000 Fisch und Holzklau. Ein Drache. Ja, da freue ich mich natürlich drüber. Den habe ich nämlich noch nicht. Es ist jetzt kein besonderer Drache wohl. Da unten steht ja auch häufig. Aber der fehlt mir noch. Und Holzklau hört sich doch ganz gut an. Der wird dann wahrscheinlich Holz sammeln wollen.
Ja, cool. Sehr niedlich. Sieht ein bisschen aus wie so eine Fledermaus. Gefällt mir gut. Jetzt muss ich nur überlegen. Ich habe ja keinen Platz. Da muss der Gut jetzt auch erstmal in den Hangar. Aber ich denke, ich werde jetzt mal hier den, entweder den schrecklichen Schrecken oder den Kronkel hier. Mal sehen. Nee, ich denke, es wird hier der Kronkel werden. Ich habe ja hier meinen Fleischklops, der ganz gut sammelt. Dann kommst du mal in den Hangar. Wie macht man das nochmal? Ah, alles klar, in den Hangar. Und dann würde ich stattdessen nämlich hier meinen Holzklau platzieren. Oh nein. Ach, ich dachte schon, der passt da nicht rein. Okay, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, schaue ich mir mal die Quests an. Der alte Wald hat wieder geöffnet, haut drauf. Meinst du nicht, wir sollten erstmal die Hauptinsel fertig bearbeiten, Grobian? Oh, haut drauf hat viele gute Eigenschaften. Feingefühl gehört nicht dazu. Mehr Verbesserungen kommen sofort. Bis bald, Inselchen, heißt die Quest. Werte die Hauptfischhütte auf Level 3 auf. Werte das Hauptsägewerk auf Level 3 auf. Habe ich beides schon getan. Da bekomme ich 2000 Fische. Okay. Jetzt können wir 6 Drachen auf der Hauptinsel arbeiten lassen. Wir werden mehr Fisch und Holz haben, als wir nutzen können. Gute Arbeit, mein Freund. Du bist der Beste. Danke, haut drauf. Aber wenn du denkst, ich hätte nach Komplimenten gefischt, bist du auf dem Holzweg. Oh, der hat immer Witze drauf. Wohin hast du es denn so eilig, Junge? Steht wieder was in Flammen? Keine Zeit zum Reden, Grobian. Ich muss die äußeren Inseln absuchen. Ich suche was. Suchst du Drachen oder Ärger? Da brauchst du nicht lange suchen, Hicks. Irgendwie scheint dich der Ärger immer zu finden. Ich hoffe, Grobian hat recht. Ich muss diesen Drachenreiter so schnell wie möglich finden. Sonst stecken wir womöglich alle in Schwierigkeiten. Der Drachenreiter Teil 2. Ja, das ist ja sowas wie die Hauptquestreihe, würde ich sagen. Suche zweimal eine schnappende Falle im Dichtnebelgebirge. Okay, das ist jetzt eine Quest, die werde ich erstmal nach hinten aufschieben, denn solange das Event läuft, möchte ich natürlich da erstmal den Drachen suchen. Was haben wir sonst noch? Ach ja, immer noch hier den irgendwie fischig heißt die Quest. Sammle mit Drachen Fisch für 7 Tage. Da habe ich momentan ja gerade 2 Tage erreicht. Das dauert auch noch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch die Flotte hier. Oh, ein Tändler Johann. Da wollte ich ja auch vorbeischauen. Den Kamm werde ich mir kaufen. Wie viel Fisch habe ich momentan? Ja, warum nicht? Wir können ja mal wieder einen Blick in die Sammlung werfen. Ja, das ist dieser grüne Tod. Da muss man ja richtig viel sammeln. Wahnsinn, das dauert bestimmt ganz schön lange, bis man den hat. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Als nächstes kommt hier der Verteidiger-Kronkel wohl dran. Da fehlen mir noch 5 von diesen Zahnrädern. Ja. Gut, gut. Dann mal auf zur Flotte. Ich kann mich nie entscheiden, was ich an Raubzügen auf Berg am liebsten mag. Das Plündern oder den Häuptling schwach aussehen lassen. Zum Glück muss ich nicht entscheiden. Da unsere Truppen nun aufgestockt sind, kann uns Berg nicht länger vom Angriff abhalten. Gehen wir auf Raubzug. Vernichte Flotte 11. Okay, wer ist denn heute im Team dabei? Also das ist wirklich sehr interessant. Hier Platz 1 ist ja Skrill, aber Platz 2 immer noch unter den Top 3 ist Gleitgesang, obwohl ich den gar nicht mehr groß weitergelevelt habe. Der ist Stufe 13 und trotzdem auf Platz 2. Also das ist echt ein toller Drache, kann man nichts anderes drüber sagen. Oh, und Sturmfell ist auch mal wieder mit dabei. Die war lange nicht im Team. Normalerweise war meistens Knochenräuber noch mit dabei und manchmal ohne Zahn, aber die ist ja meistens unterwegs. Schauen wir mal. Okay, die sind diesmal alle hier ziemlich weit oben. Ja, gut. Wieder kein Lebensdrachen. Ich werde wieder zuerst mit Skrill angreifen, dann gefolgt von Sturmpfeil und dann Gleitgesang.
Was mir gerade einfällt, ich glaube, ich habe das Katapult aufgewertet. Diese Aufwertung habe ich noch gar nicht beendet. Das hätte ich vielleicht mal tun sollen. Dann hätte ich auch ein wenig mehr Power. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Schauen wir gleich mal. Ja, hat auch heute deutlich länger gedauert, hatte ich das Gefühl. Aber hat ja geklappt, wunderbar. Da muss ich gleich mal drauf achten, mit dem Katapult. Das hatte ich völlig vergessen. Ein neuer Tag, ein neuer Raubzug. Es ist wichtig, seine Arbeit zu lieben. Oh ja, das stimmt wohl. Da hat er ausnahmsweise mal recht. 450 Fisch, 450 Holz und 2 Collectibles. Super, 2 Zahnräder. Na, das hat sich doch gelohnt. Ich glaube, all diese Raubzüge verärgern Fleischklops. Sie ist ein Schmusetier, keine Kämpferin. Oh, ja, ich hatte die, glaube ich, auch noch nie dabei bei einem Kampf. War sie nie motiviert. Fast hätte ich dir geglaubt, Fischbein. Fleischklops scheint dort draußen aufzuräumen, und zwar ordentlich. Okay. Ich denke, sie ist ein Schmusetier und eine Kämpferin. Das liebe ich an ihr. Ihre Persönlichkeit ist so facettenreich. Also auf mich macht sie auch eher den gemütlichen Eindruck, muss ich sagen. Genau, Katapult. Ja, tatsächlich. Das hätte ich mal vorher anklicken sollen. Wann kann man das denn noch weiter leveln? Ah, Flotte 30, Wahnsinn, okay. Das dauert ja noch eine ganze Weile. Aber jetzt bin ich zumindest mal für die nächste Flotte hier gewappnet, meine Güte. Jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge. Ja, dann würde ich auch sagen, ich werde die Folge mal an dieser Stelle beenden. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Samstag, ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Macht's gut!